Hinweis in eigener Sache. Der nachfolgende Inhalt hat nicht die Absicht, Personen oder Berufsstände zu verletzen. Unser Video dient als Unterhaltung und Impro-Theater. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Bus-Simulator 18. Und ihr seht es gerade, eine Koop-Mission steht an. Der Lars wird fahren und ich werde mal fein auf die Kacke hauen. Ah, schön. So macht's Spaß. So, Lars. Ah, genau, hast du ausgewählt. Ja. Ey, was sag ich hier, Lars? Uwe natürlich. Wer ist Lars? Ja, genau, wer ist Lars? Kennt man Lars? So, ja, das ey! Ist... Ja, ich wollte mal den Bus zeigen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie heute mit uns fahren. Ja. Dein Bus wackelt ein bisschen. Ja, das wird schon alles klappen. Sie versperren die Tür. Ist ja PS-starke Motor. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Genau, nehmen Sie erstmal alle Platz und dann geht's ins Eingemachte. So. Und alle Türen zudrücken. So, dann bitte einmal die Fahrausweise. Klar, hier, bitte. Dankeschön. Tür 2 ist blockiert. Dankeschön. Ja. Klar, hier. Hier. Ja, jetzt geht's auch zu. Schönen guten Tag, zeigen Sie mal bitte den Fahrausweis. Hier. Wir haben heute auch eine Premiere. Eine Premiere? Ja, wir fahren das erste Mal über Autobahn. So, auf jeden Fall kein Schwarzfahrer. Das sieht ja ulkig aus. Ui. Was? In dem Spiegel, wenn ich da reinschaue. Sieht es so aus, als würde es Nacht sein und du würdest an einer Haltestelle stehen. Ja, du siehst dein letztes Mal, wo du auf dem Fahrradstuhl saßt, das siehst du gerade, was da im Spiegel war. Ist ja geil. Okay. Ach, hast du mir die Sonnenbrille? Das siehst du doch gar nicht. Na mit klar, weißt du, wie tief ich sitze? Gott. Komm, wo ist das? Soll ich dir ein Stück hoch machen oder siehst du noch genügend? Ich sehe noch genügend. Schaut mal, der Uwe ganz kurz einen Trip beim Fahren. Verdreht keine Miene. Noch nicht mal ein Lachen. Und er kann das Lenkrad hypnotisieren. Autonomes Fahren. Ja, genau. Oh. Oh, Stau. Stau auf der Bahn. Also, sowas, Uwe. Kannst doch nicht einfach. Komm mal, nach rechts fährt ein Zug. Es fährt ein Zug. Nirgendwo. Oder war es doch Mexiko? So. Brücke, Kopf einziehen. Es hängt schon, bis es sehr niedrig, finde ich. Gerade so durchgepasst. Also 4 Meter sind das definitiv nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Wir sind schon bei 75. Und bei 79 oder so ist Limit anscheinend. Ach verdammt! Boah! Was schreit die denn so rum, dass sie eine Haustür nicht abgeschlossen hat? Hab ich mich verjagt? Ey, ich muss hier rüber! Erst die Haustür, dann die Blumen. Eieiei, was kommt denn da her? Ich bin jetzt 5 Minuten zu früh und kann jetzt schon den Haltestellenpunkt sehen auf dem Navi.
Ja, dann machen wir gleich mal eine Runde Pause. Ja. Hier müssen wir raus. Und wusstest du, dass wir als nächstes dann den Hafen freischalten? Nee, wusste ich nicht. Der ist dann hier rechts irgendwo, müsste der sein. Mhm. Oh, da rechts war ein Kollege von uns. Na, oh, hab ich gesehen. Oh Gott. Gibt's keine Abteilbeleuchtung? Ah, hast du mit Licht gespart, Uwe. Soll ich mal wieder rausgehen? Oh, ich hänge am Spiegel fest. Aber es ist noch kein Schaden eingefahren. Sehr gut. Oh, das war eine Wederarbeit. So, mal wieder endlich Fahrgäste. Welchen Bus hast du dir eigentlich als nächstes im Blick, den du dir holen willst, dann? Gott, da fällt mir gerade keiner so richtig ein. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Geld brauchen. Ja. Hab ich Ihnen schon gezeigt? 2-Wochen-Tickets, Standard. Kriegen Sie doch gerne. Na klar. Taxi, ja. 2 Stück. Und 9,20 Euro gibt's zurück. Oh, Einzelstandard und 2,80 gibt's zurück. Woche, Student, 3 Stück. Und Dankeschön, dass sie es passend hatten. So, jetzt haben wir 2 Minuten Pause. Gut. Musst du die Tür da auflassen, falls jemand einsteigen will oder nicht? Ja, vorne reicht doch. Das stimmt auch wieder. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Gucken uns den Verkehr an. Wird Zeit für einen schlechten Witz, oder? Ja, hol einen raus. Ja, Moment. Kommt eine Frau mit ihrem Kind in dem Arm in den Bus. Sagt der Busfahrer, Mensch, Sie haben aber ein hässliches Kind. Schockiert und immer noch verärgert setzt sich die Frau in den Bus. Ihr Mann, ihr gegenüber sitzt ein Mann, der die Frau fragt, Mensch, wieso regen Sie sich denn so auf? Antwortet die Frau, na hören Sie mal, der Busfahrer da vorne hat mein Kind beleidigt. Daraufhin der Mann, na das geht ja wohl gar nicht. Gehen Sie mal nach vorne und beschweren Sie sich, ich halte hier so lange Ihren Affen. Okay. Na gut, was sagt die Zeit? 1 Minute 40 noch, also 40 Sekunden, 1 Minute zu früh, komm mal los. Hat der LED? Oder so? Ja. LED-Tagfahrlicht. Aha. Man gönnt sich ja sonst nicht. Ja. Auch doppelt für Hinterachsen. Siehst du das hier hinten eigentlich, dass es so wippt? Ja, voll lustig, geil. Oder? Ja. Na gut, jetzt setzen wir uns mal vorne wieder rein. Hier muss ich raus. Und weiter geht's. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, wenn du hier raus musst, musst du doch gehen. Ich verstehe das nicht. Hä? Du bleibst hier denn jetzt drin. Ich bin jemand gekommen, der jetzt hier noch hätte aussteigen, bis wir weitergefahren, wirklich. Das ist doch meistens so. So lange an der Haltestelle. Ja. Das ist ja meistens so. Oh Gott. Nächster Halt, Wasseraufbereitungsanlage.
Ey, warum heißt es Wasseraufbereitungsanlage, wo hier Klärwerk dasteht bei mir auf dem Navi? Ja, was ich schön finde bei den großen Bussen, der halt Fahrgastwechsel geht so schön schnell. Hm. Wenn du keinen Lust hast, Fahrgast verkaufen, machst du nur hinten auf. Nee, alles gut. Mich würde interessieren, ob man so einen Bus auch voll kriegt mit Leuten. Voll kriegen? Ja, im Moment ist ja so, dass wir wirklich sehr wenig Leute im Bus haben. Naja, es gibt auch, gibt auch Feiertage. Wo hab ich denn? Aha. Hier. Da ist in die Busse gerammelt und da kriegt man fast das Doppelte an Umsatz. Ja, gut, das glaube ich. Ein Beamter steigt humpelnd in einen Bus ein. Der nette Busfahrer stützt ihn und bringt ihn zu seinem Platz. Er fragt, was kann ich für Sie tun? Och Mensch, können Sie mir mein linkes Bein den gegenüberliegenden Platz legen? Der Busfahrer tut das und fragt, kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, Sie können mein anderes Bein auch noch hochlegen. Auch das tut der Busfahrer. Können Sie mir auch noch ein Kissen unter den Rücken legen? Das tut der Busfahrer ebenfalls und sagt dann, ich möchte ja nicht aufdringlich sein, aber was haben Sie denn eigentlich? Antwortet der Beamte seufzend, Urlaub. Das ist echt nicht mein Wetter. Nee. Ja gut, jetzt habe ich ein Problem. Willst du da rumfallen? Ja, geht noch. Ich bin schon die Meldung aufploppt mit zu weit eingelenkt. Aha. Ach ja, stimmt. Du wartest mir jetzt vorhin zu der Bus gefragt. Ja. Es gibt eine Anfallsperre, wenn du zu weit eingelenkt bist, aber vorwärts fährst, weiter voreingelenkt. Mhm. Inklusive Warngeräusch. Mhm. Nächster Halt, Mondbauergasse. Das wäre nicht die perfekte Parkposition. So ein schöner Tag. Schönen guten Tag, die Fahrausweise bitte. Warum kümmern sich die Leute nicht? Hier ist die Fahrkarte. Zuckerfabrik. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Na klar, hier, bitte. Ist die Abteilbeleuchtung aus? Ja, die ist aus. Haben Sie richtig erkannt. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nee, tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Oh, ein Unfall. Es ist ganz schön dunkel hier hinten. Könnten Sie mal wo das, ist das denn? Machen? Ist es dunkel da hinten, Olaf? Gibt's keine Abteilbeleuchtung? Ja, leicht schon, ne? So ein bisschen ganz da hinten, ja. Ach, nein. Sollen Sie sich weiter vorne hinsetzen. Schlagloch. Hui. Weißt du denn hin? Schlagloch ist ausgewichen beim Überholen. Na klar. Und die geben es gerade alle passend. Das ist das Ende von ihnen.
sehen. Ich habe sie verloren. Hm, es glaubt. Augenblick. Da, hier. Nächsten Halt, zum Heuschober. Oh, nein. Hier, bitte. Na klar, hier. Mit verriegelten Türen. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Was? Tür 3 ist verriegelt. Ja, ist wieder in Ordnung. Ja. Na? Es ist ganz schön dunkel hier. Zum Heuschober. Kannst du das Licht anmachen? Der Nächste sagt, dass da hinten dunkel ist, kann laufen. Das sage ich aber. Das ist hell genug. Willst du fahren, das letzte Stückchen? Ja, gut. Irgendwann muss ich mal die großen Dinger rantasten. Ja, irgendwann nicht. Das sogar kann man eine Fahrkarte verkaufen. So, dann. Was brauchen Sie denn? Sie brauchen eine Standardfahrkarte. Also vorne Standard, eine. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, natürlich. Eine Einzel-, eine Standard und das. Hat er ein Ticket gekauft? Ja. Gut. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? So. Ganz los. Das, das, das. Ich muss einfach nur Gas geben. Ja. Ich muss ja jetzt den Bus erstmal einrichten. Also einfach mit Gas geben ist auch nicht. Warum nicht? Jetzt. Linken, ja. Nee, das geht doch echt nicht. Jetzt muss jemand raus. Ist doch lächerlich. Ja, typisch. Will man es da rauslassen? Hier steht's doch eh. Ja, dann. Hä? Sie durften noch aussteigen. Meine, das Ding ist, mit so einem dicken Bus kannst du dir so denken, ja komm, überhole ich einfach Larifari, wenn nicht, dann setze ich einfach wieder zurück. Nee, mit so einem Bus kannst du schlecht überholen, glaube ich. Hm. Ich meine, es geht, wenn du genügend Ausweichplatz an den Seitennummer hast. Ja gut, das stimmt schon, ja. Die Kurven kannst du ja auch nicht so übereng nehmen. Was sagt die Zeit? 2:50. Zu früh? Nee, zu spät. Okay. Gibt's keine Abteilbeleuchtung? Warum liegt denn eigentlich das Schild hier rechts? Das so war ich nicht. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von. Wurde ein bisschen mehr mit links fahren, weil die Rechtskurven. Weil du bist gerade schon auf dem Bordstein geschrammt. Muss er als nächstes rechts dann oder gerade? Gerade. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Wenn du hier irgendwas auf den Stühlen hinterlässt, irgendwelche Bleibse, dann kriegst du es mit uns zu tun. Oder was meinst du? Auf jeden Fall. Ja, scheiße, wenn jetzt die Spiegel nicht mitgehen, weiterhin. Sitzt jetzt eine Nonne im. Ja. Ja. Sitzt eine Nonne im Bus zum Kloster. Steigt nach kurzer Zeit ein Hippie ein. Er setzt sich neben die Nonne und fragt sie aus heiterem Himmel: Hey Süße, willst du mich poppen? Daraufhin die Nonne bestürzt: Also bitte, ja, ich bin eine Dienerin Gottes. So etwas darf ich nicht. Der Hippie jedoch lässt nicht locker und belästigt die Frau während der ganzen Busfahrt. Bis seinem Ausstieg.
wird er von dem Busfahrer angesprochen. Also wenn du die bumsen willst, dann komm heute Abend um 22 Uhr als Jesus verkleidet auf den Friedhof. Der Hippie befolgt dessen Anweisung und erscheint auf den Friedhof. Fragte dort die Nonne, würdest du mich proppen? Daraufhin die Nonne, ja klar, aber bitte nur von hinten. Nach 5 Minuten reißt der Hippie sich das Kostüm von Lai und schreit, haha, ich bin der Hippie. Daraufhin jedoch reißt die Nonne ebenfalls das Kostüm vom Leib und dreht sich zum Hippie-Fahrer um und schreit, tja, ich bin der Busfahrer. Okay. Wir haben 40.000 Umsatz. Der war wieder tief ohne Ende. Ja. Ja. Aber 40.000 Umsatz, Fangi. Das ist sehr schön, ja, das finde ich auch gut. Wir schwimmen langsam wieder in Geld. Es wird. Mhm. Es wird. So, wir müssen uns jetzt wieder einen neuen Bus kaufen, diesmal wirklich. Wir müssen uns wieder einen neuen Bus kaufen. Jetzt hat was momentan so nötig, ich weiß ja auch nicht. Ja, weil sonst uns keinen neuen Fahrer holen können. Ah, gut. Das ist ein kleiner Gelenkbus, okay. Es ist sogar ein Bus in Rückstand, fällt mir gerade auf. Schwierige Wahl. Was nehmen wir denn da? Warte mal. Ja, komm. Du hast gesagt, ich soll kaufen, ja? Ja. Gut. Abgekauft. Welchen hast du geholt? Den Citaro G. Ah, den kleinen Gelenkbus. Ja, für 420.000 Euro. Ja. Und das ist noch 2.000 im Plus. Ja. Oh, wir haben eine neue Werbung freigeschaltet. Das ist gut. Die könnten wir sogar leisten, fällt mir auf. Auf den Citaro G oder was? Mhm. Citaro G. Werbung. Jo, na dann. Hast du gekauft? Werbung wurde angepasst, ja. Oder lackiert? Ja, okay. Ja. So, dann neuen Fahrer noch. So, dann zusammenfahren oder getrennt? Ja, fahren wir wieder getrennt. Okay. Getrennt zusammen. Dann Fahrt beginnen. Ja. Dann Fahrt beginnen. Welche soll ich Strecke? Wieder den 9? Die 9, alles klar. Was willst du? Willst du den G, den du dir geholt hast, oder den CDL? Ja, dann nehme ich jetzt den ich mir geholt habe. Der hat sich ganz so lang. Okay. Du, Schnellstart aus, wenn Öffnung diesmal klappt das. Und Fahrt starten. Ah, alles klar. Jo, der ist ja der Neue. Aber bevor es jetzt weitergeht, müssen wir nämlich erstmal wieder einen Cut machen. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weitergeht, wie praktisch jetzt so zwei Gelenkbusse hier unterwegs sind, mit dem Uwe und dem Olaf, ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, wir fahren Bus. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, euer Team von Punk Let's Talk. Bye, bye. Tschüss.